Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar wird das heute ein eher weniger informatives Video, denn es ist eher ein Fragevideo, denn ich frage nämlich euch eine Frage, beziehungsweise ich stelle euch eine Frage, die ich mir auch schon seit längerer Zeit eigentlich gefragt habe. Denn ihr wisst es alle, Mero, sein Album, wurde ja, bevor er es rausgebracht hatte, geleakt. Das Ganze wurde in WhatsApp rumgeschickt. Ich hatte es auch auf jeden Fall davor und konnte auf jeden Fall in das Album schon reinkommen. Das war im Endeffekt dann auch das, was released wurde. Und jetzt ist das gleiche auch Capital so ergangen. Sein Album wurde auch geleakt. Da stellt sich mir so die Frage, wer leakt sowas? Beziehungsweise wie kann sowas überhaupt passieren? Ich meine, klar, es gibt so ein paar Theorien, die kann ich jetzt auch einfach so mal in den Raum werfen. Wie zum Beispiel, ja, dass entweder ein Spotify-Mitarbeiter irgendwie die Streams, keine Ahnung, runtergeladen hat davor und die verbreitet hat. Oder ein Produzent einfach die Songs irgendwie veröffentlicht hat, was ich auf jeden Fall nicht glaube. Aber was könnte ich mir noch vorstellen? Ich könnte mir noch vorstellen, dass irgendjemand, da die Songs ja auch in CDs und Boxen noch verkauft werden, dass die dort irgendwo eventuell eine CD abhanden gekommen ist. Und die dann einfach im Netz landen und illegal zu erwerben sind. Das Ding ist, Freunde, ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, wie das Ganze so zustande kommt. Ich meine, es wird ja schlecht, einen Saturn-Mitarbeiter oder Mediamarkt-Mitarbeiter einfach so eine CD mitgehen lassen und das ganze Album leaken. Also ich weiß auch nicht, aber so, man stellt sich so die Frage, da mehrere Alben einfach geleakt werden, früher auf den Markt kommen, als sie sollten, wie sowas passieren kann. Ich meine, meiner Meinung nach muss es ja irgendwo die gleiche Lücke geben. Und derjenige muss ja mal gefunden werden. Also ich weiß es nicht, das sind auf jeden Fall meine Theorien. Wer sich da ein bisschen besser auskennt, kann natürlich seinen Kommentar jetzt in die Videobeschreibung unten. Ja, weil ich kann mir das Ganze irgendwie nicht wirklich erklären. Deswegen heute auch ein eher weniger informatives Video. Ich werfe da nicht irgendwelche Sachen im Raum, die man nicht 100% belegen kann. Man kann natürlich raten, wie es passiert sein könnte, aber im Endeffekt weiß es niemand. Die Songs sind alle released. Ich habe auch schon in das Capital-Album reingehört. Zwei Tracks sind auf jeden Fall zu heftig. Freut euch auf jeden Fall drauf. Rolex ist zu heftig geworden und so sollte es sein, heißt der Track, glaube ich. Die zwei sind auf jeden Fall zu heftig. Könnt ihr euch geben. Das Ganze ab Freitag digital. Spotify, iTunes, überall zum Stream. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.